Mittwoch, 8. September 2021, 18 Uhr Webinarzeit auf Finanzen.net. Guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Gentner und ich bin Ihr Moderator in dieser Live-Veranstaltung. Schön, dass Sie sich so zahlreich mit Ihrem Computer, mit Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone in diese Veranstaltung hineingeklickt haben und wie ich sehe, auch immer noch hineinklicken. Ich behaupte mal, dass es sich heute besonders lohnt, dabei zu sein. Wir haben nicht nur einen Profi-Trader zu Gast, auch das Thema, um das es heute gehen wird, finde ich sehr spannend. Wir wollen in den kommenden 60 Minuten darauf schauen, was einen guten Trader von einem schlechten Trader unterscheidet. Birger Schäfermeier, einer der bekanntesten Trader Europas, hat in der European Trading Academy eine Studie mit über 100 Tradern durchgeführt, um herauszufinden, was die wirklichen Erfolgsfaktoren von profitablen Tradern sind. Seine Ergebnisse wird er uns gleich vorstellen. Ich bin, wie gesagt, schon sehr gespannt, welche Faktoren nötig sind, um erfolgreich zu traden. Und jetzt wollen wir unseren heutigen Gast und Experten nicht mehr länger warten lassen. Guten Abend, Birger Schäfermeier. Herzlich willkommen zu diesem Finanzen.net-Webinar. Ja, ich freue mich, dabei sein zu können und ein bisschen von den Ergebnissen, die wir mit dieser Studie herausgefunden haben, heute in diesem Webinar vorstellen zu können. Und bin mir sicher, dass der ein oder andere dann da für sich auch die notwendigen oder die richtigen Schritte rauszieht, was er vielleicht auch in seinem Trading verbessern kann oder in welche Richtung das ganze Trading gehen muss. Ich selber bin ja seit über 30 Jahren Trader, hatte auch einen relativ schwierigen Weg, bis ich erfolgreich war. Das hat gute 6 Jahre am Anfang gedauert. Ich habe mit Versuch und Irrtum gelernt und habe dann irgendwann rausgefunden, okay, was funktioniert, was nicht. Aber was jetzt hier im Vordergrund steht, ist nicht, was funktioniert für mich, sondern wir haben jetzt mal wirklich geguckt, was funktioniert allgemein oder beziehungsweise was denn unterscheidet denn wirklich denjenigen, der erfolgreich ist, von denen, der nicht erfolgreich ist. Und haben da verschiedene Faktoren abgefragt und haben tatsächlich herausgefunden, es sind ganz, ganz wenige Punkte, die die Gewinner von den Verlierern unterscheiden. Und wir wollen natürlich dann auch in dem Webinar darüber sprechen, wie ich entsprechend diese Punkte abstellen kann und wie ich da hinkommen kann, erfolgreich zu werden. Auf Ihre Erkenntnisse sind wir schon ganz gespannt. Vielen Dank bis hierhin. Bevor wir gleich in Medias Res gehen, wollen wir Sie, liebe Zuschauer, direkt mit einbeziehen und zwar mit 2 Umfragen. Es wäre schön, wenn Sie da mitmachen. Das hilft uns natürlich immer, auch vielleicht ein bisschen den Vortrag auf die Zielgruppe abzustimmen. Die erste Umfrage lautet, würden Sie sich als Trader bezeichnen? Sie sollten diese Umfrage nun sehen können auf Ihrem Bildschirm. Klicken Sie einfach mal hinein. Sie können mit Ja oder Nein antworten. Und während Sie abstimmen, möchte ich die Zeit nutzen und Sie noch schnell auf unseren Webinar-Chat hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns jederzeit während des Webinars kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich eventuell direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir aber auf jeden Fall in einer Fragerunde gemeinsam möglichst noch alle offenen Fragen klären. So, und jetzt schließe ich die Umfrage auch schon wieder. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und hier ist auch direkt das Ergebnis, das übertrage ich auch an Sie alle, dass wir uns da kurz drüber unterhalten können. 40% würden sich als Trader bezeichnen, 60% eher nein. Herr Begermeier, das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Absolut, absolut. Ja. Dann gehe ich von den restlichen aus, die wollen es noch werden oder sind ja Investoren, aber der Unterschied zwischen Investor und Trader ist auch kein großer. Das ist letztendlich der Zeithorizont und meistens sind es die gleichen Fehler. Der Investor merkt es nur später, weil er, ja, sagen wir mal, die Fehler sich über die kurze Zeit noch nicht so häufen und dann erst auf, im langen Bereich häufig dann zuschlagen. Ja. Super, vielen Dank für diese Einschätzung und falls ich Sie eben Herr Birgermeier genannt habe, dann tut mir das sehr leid. Das kommt wir können auch natürlich immer wieder vor, ist ja nicht weiter schlimm, bin ich gewohnt. Wir können natürlich alle auf dieser Folie sehen, dass Sie Herr Schäfermeier heißen, Birger Schäfermeier, um genau zu sein. Und das wissen wir natürlich, aber es tut mir leid, so ein Versprecher kommt manchmal vor, wenn man schnell sein will und mit dem Kopf schon bei der nächsten Frage ist, nämlich bei der nächsten Umfrage. Die würde ich Ihnen auch direkt mal auf den Schirm legen. Würden Sie sich als erfolgreichen Trader bezeichnen? Hier wäre es natürlich jetzt gut, wenn nur die Teilnehmer mitmachen, die die erste Frage auch mit Ja beantwortet haben. Es kann ja schlecht jemand kein Trader sein und sich als erfolgreichen Trader bezeichnen. Das fände ich schon auch nicht ganz so schlecht, wenn das funktionieren würde. Also klicken Sie auch hier rein, Ja oder Nein.
Und ich bedanke mich auch jetzt schon fürs Reinklicken und Mitmachen. Ich lasse die Umfrage noch ganz kurz stehen. Machen Sie also noch schnell mit. Es haben bisher erst ein Viertel der Webinarteilnehmer abgestimmt, aber sie steht auch bereits schon 45 Sekunden. Ist ja logisch, es können ja jetzt nicht mehr 100% mit abstimmen. Also schließe ich die Umfrage und lege uns wiederum das Ergebnis auf die Bildschirme. Dann können wir auch hier uns drüber unterhalten. Also, wir erinnern uns, Herr Schäfermeier, eben hatten wir 40%, die sich als Trader bezeichnen würden. Und von diesen 40% würden sich jetzt fast die Hälfte, haben wir fast 50-50, als erfolgreichen Trader bezeichnen. Das klingt doch wirklich gut, wenn also Sie, liebe Zuschauer, hier schon im Jahr etwa 5% oder mehr Rendite erzielen, dann ist das schon kein schlechter Anfang, Herr Schäfermeier. Absolut, dann hätten wir auch schon überdurchschnittlich erfolgreiches Publikum, weil allgemein, wenn man sich mal ja, Statistiken anguckt, es gibt wenig Statistiken, die gemacht werden, aber zum Beispiel zwingt die BaFin ja mittlerweile die Anbieter von CFDs dazu, mal zu veröffentlichen, wie erfolgreich ihre Kunden mit Produkten sind. Und da sieht man, dass tatsächlich innerhalb von 3 Monaten, also weil die immer nur für die letzten 3 Monate zurückgehen müssen, tatsächlich 75% der Kunden Geld verlieren mit den Produkten im Durchschnitt, manchmal sogar bis zu 80% und nur ja, dann 20 bis 25% erfolgreich sind. Und selbst das ist häufig noch eine geschönte Statistik, denn es bezieht sich nur auf die letzten 3 Monate und nicht irgendwie auf einen längeren Zeitraum. Und es ist natürlich klar, ja, es gibt Leute, die gewinnen mal eine Zeit lang und verlieren dann. Und dann gibt es andere Leute, die gewinnen in einem anderen Zeitraum. Wenn man sich so, ja, gerade im Trading, also wirklich in dem Bereich, wo mehr und aktiv gehandelt wird, das anschaut, dann geistern ja immer wieder durchs Netz so Zahlen, die aber auch gar nicht so von der Hand zu weisen sind, nämlich dass tatsächlich fast 90% nicht erfolgreich sind und nur 10% dauerhaft profitabel sind. Und wir reden jetzt eben gesagt von dauerhaft profitabel, bedeutet, dass sie nicht nur mal in einem Jahr, wo der Markt riesig groß steigt oder nach Corona, wo man vielleicht ganz gut was gekauft hat und jetzt auf Da dicken war sogar Kursgewinnen ich sitzt. erfolgreich, Herr Schäfermeier, nach Corona. Bitte? Da war sogar ich erfolgreich nach Ja, Corona. das war nicht so schwer, ja. Und es gibt tatsächlich in der Börsenhistorie so Zeiten, wo es natürlich überproportional viele Gewinner gibt, nach Corona definitiv. Das gab es auch damals in der sogenannten Dotcom-Blase, zur Zeit des neuen Marktes. Da war ich ja auch schon aktiv und konnte das beobachten. Das Problem ist, wenn diese quasi automatischen Rallyes, die ja gar nicht groß von Korrekturen unterbrochen werden, irgendwann mal vorbei sind, dann haben viele, ja, die gedacht haben, das geht ewig so weiter in die Röhre geguckt. Ein erfolgreicher Trader, den bezeichnen wir eigentlich auch als jemanden, der in einem Bullmarkt, in einem Bärmarkt und auch in einem Seitwärtsmarkt erfolgreich ist. Und ja, da trennt sich dann tatsächlich die Spreu vom Weizen. Und da kommen wir leider nur auf so Zahlen von 10%, die dann wirklich erfolgreich sind und davon leben können, noch weniger. Was nicht unbedingt an den Personen liegt, sondern das liegt an vielen, vielen Umständen, die wir heute mal genau analysieren wollen. Ja. Super, da sind wir schon sehr gespannt drauf. Ich habe Sie jetzt gerade mal zum Moderator ernannt. Genau, Sie können uns Ihren Bildschirm übertragen. Perfekt, das klappt. Sie haben auch Vollbild, wunderbar, wir können alles Genau. sehen. Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, schreiben Sie es in den Chat. Ich versuche das zu beantworten oder an Herrn Schäfermeier weiterzuleiten. Und jetzt Genau, also wünsche ich wir Ihnen können allen viel Spaß. so machen, dass wir jederzeit Fragen stellen können. Es ist dann auch gar kein Problem, wenn ich kurz unterbrochen werde für Fragen. Ansonsten haben wir natürlich jetzt so ungefähr 1 Stunde vor uns und können auch gerne am Ende noch eine Question-and-Answer-Runde machen. Dafür habe ich auch nochmal Zeit eingeplant, so die letzten 10, Super. 15 Minuten. Aber wir können auch gerne zwischendurch, wenn schon mal was auf den Nägeln brennt, das beantworten. Perfekt, so machen wir es. Vielen Dank, Herr Ja, Schäfermeier. gerne. So, gut. Also, was wir gemacht haben, ist mal Leute befragt, wo wir wissen, dass sie tatsächlich Trader sind. Das heißt, die Befragung an sich lief anonym, aber wir wissen, dass die Leute Trader sind und wir wissen, dass sie sich auch intensiv mit dem Trading beschäftigt haben. Das heißt, es ist schon eigentlich eine Besonderheit, denn das sind Leute, die tatsächlich auch ja, Seminare, Kurse bei uns gebucht haben oder auch Komplettausbildung. Das
macht ja nicht jeder, der jetzt mit dem Trading anfängt. Manche starten auch einfach so. Und das muss man auch so ein bisschen berücksichtigen, wenn man jetzt gleich nämlich die Ergebnisse sieht. Wir haben ja hier die Frage eben gestellt, ob die Leute schon bereits profitabel sind im Echtgeldhandel. Und da haben wir allerdings zwei Grenzen gemacht. Das heißt, wir haben hier, also nein, das sieht man, das Blaue, das waren ungefähr 35, 36%. Hier bei der Frage wurde nicht unterschieden, wie lange Sie das eben schon machen. Dann haben wir einen Break-Even-Bereich, das waren 24, wo wir sagen, Break-Even ist plus minus 3%, nichts Signifikantes. Dann haben wir die Leute, die eben Ja gesagt haben und noch ein paar, die Break-Even, beziehungsweise die nur auf Demo handeln. Wenn man das mal alles zusammenzählt, dann sieht man, dass ungefähr zwei Drittel, die profitabel sind, die meisten davon auch mit Echtgeld, ganz wenige auf der Demo. Zu der Demo werde ich gleich auch noch ein bisschen was sagen. Und bei diesen Leuten, von denen gehen wir jetzt mal aus und gucken weiter. Das heißt, die Umfrage, die hat damit begonnen am Anfang, dass man geschaut hat, okay, wer hat denn hier mit Nein geantwortet? Das ist diese dunklen 35%. Und der Rest hat ja mit Ja geantwortet, beziehungsweise die dann nur Demo handeln, die haben wir rausgenommen, aber die nur mit Echtgeld handeln und haben dann geschaut, was sind die signifikanten Unterschiede in deren Antworten. Und das möchte ich jetzt ein bisschen vorstellen und möchte dann auch ein bisschen darauf zu kommen, ja, was kann man denn da anders machen oder was kann man richtig machen und warum haben Sie das vielleicht auch nicht umgesetzt, obwohl Sie vielleicht auch ein Seminar besucht haben, obwohl Sie das Know-how haben und das wissen. Ja, das Interessante ist, wenn wir die Auswertung der nicht profitablen Trader anschauen, das sind jetzt die Leute, die mit Nein geantwortet haben, dann sagt von denen fast die Hälfte von ihnen war auch nicht auf der Demo erfolgreich. Und das ist schon mal ganz interessant. Das heißt, das sind Menschen, die haben auf einer Demo waren sie nicht erfolgreich, aber aus irgendeinem Grund meinen sie, sie müssten jetzt mit Echtgeld handeln. Und da sieht man dann häufig, dass die Motive der Menschen, die dahinter stehen, nicht unbedingt diejenigen sind, ich möchte Geld verdienen, denn wenn ich was auf der Demo nicht hinkriege, ja, warum soll ich es dann mit Echtgeld hinbekommen? Ich formuliere das immer ein bisschen ja, sarkastisch und sage, stellt euch vor, ihr macht eine Flugausbildung und sitzt in einem Simulator und habt diesen eure Boeing im Simulator nicht ein einziges Mal sauber gelandet. Also kein Flug hat funktioniert, ihr seid eigentlich immer abgestürzt und jetzt sagt ihr eurem Ausbilder, ja, passt mal auf, setzt mir einfach 200 Leute hinten rein, also lasst uns aus der Demo raus, lasst uns in eine echte gehen, dann kriege ich auch die Landung hin. Ja, da würde jeder Mensch der Welt sagen, das ist Schwachsinn. Im Training Vielleicht glauben aber braucht ja der viele. eine oder andere einfach ein bisschen Druck. Ja, Ich das ist weiß nämlich nicht, ob das das in der Problem. Realität dann deswegen vielleicht klappen soll. Ich kann die Demo nicht ernst nehmen oder sonst was. Ich sage, das Ergebnis zeigt eigentlich ganz klar schon mal, wenn du es auf der Demo nicht hinkriegst, dich zu disziplinieren, das ernst zu nehmen. Also wenn du dort schon nicht die Disziplin aufbringst, bestimmte Sachen umzusetzen, die notwendig sind, um erfolgreich zu sind, werden wir gleich drüber reden, dann bist du von der Veranlagung entweder nicht diszipliniert genug, um überhaupt erfolgreich zu traden. Solche Menschen gibt es ja. Es gibt auch Leute, die sind nicht diszipliniert genug, gesund zu essen oder sonst irgendwas. Und das bezieht sich ja nicht allgemein auf die Disziplin des ganzen Menschen, sondern immer auf einen bestimmten Bereich. Und häufig liegt das daran dann, dass diese Disziplin, die sie dann im Trading nicht aufbringen, an anderen Motiven liegt. Ja, das heißt also, jemand, der zum Beispiel, sagen wir mal, nicht diszipliniert essen kann, das heißt ja nicht, dass er in seinem ganzen Leben nirgendwo erfolgreich ist und dass er nicht andere Sachen auch sehr diszipliniert abarbeiten kann. Nur wenn es um die Ernährung geht, ist das eben nicht sein Hauptmotiv. Und beim Trading geht es darum, da ist es dann nicht das Hauptmotiv, Geld zu verdienen, sondern das Hauptmotiv, und das sind dann so Leute, die wollen dann Unterhaltung, die wollen Spannung, die wollen Action. Also die wollen viele Dinge vom Markt, die der Markt ihnen natürlich dann auch bietet. Nur der Unterschied ist dann, dass man eben dafür bezahlt, wie für ein Produkt. Ne? Wenn ich ins Kino gehe, zahle ich für die Unterhaltung. Wenn ich eine Achterbahn fahre, dann zahle ich für den Thrill. Und wenn ich eben ja nicht auf der Demo erfolgreich bin, aber mit Echtgeld trete, dann werde ich auch, habe ich Aufregung, Spannung und all diese Faktoren habe ich. Aber ich werde wahrscheinlich sehr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nicht profitabel sein, weil es mir schon nicht gelungen ist, mich auf der Demo zu disziplinieren. Das heißt also als Message schon mal vorweg für all diejenigen, die sagen, okay, ich möchte aber ernsthaft Geld verdienen. Das heißt, du musst das einfach lernen, da in dem Bereich
auf der Demo auch profitabel zu sein, sonst brauchst du nicht weiterzumachen, weil man sieht schon, das war ein ganz großer Unterschied von denjenigen, die erfolgreich und nicht erfolgreich waren, dass sie sich schon nicht disziplinieren konnten, auf einer Demo erfolgreich zu sein. Ja? Also das schon mal der erste wichtige Punkt. Dann kommen wir Ein auf den Hinweis zweiten. gerade aus dem Plenum, Herr Schäfermeier. Ja. Da schreibt ein Webinarteilnehmer, dass es bei ihm in der Demo funktioniert, aber leider nicht im Realkonto. Das ist natürlich auch nicht ganz Richtig, optimal. das ist tatsächlich ein Faktor, der sein kann, weil natürlich kommt dann nochmal extra Druck hinzu. Nur, also wenn wir sagen, es funktioniert in der Demo nicht, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es im Real funktioniert. Wenn es in der Demo funktioniert, heißt das noch nicht automatisch, dass es dann real funktioniert, weil natürlich dann nochmal zusätzliche Stressfaktoren und mentale Faktoren hinzukommen, über die ich auch gleich nochmal sprechen werde. Ja. Und wir sagen auch generell, kann man eigentlich, wenn man Demo handelt, immer das Ergebnis reduzieren für Echtgeld, weil man immer im Echtgeld noch mit mehr Stressoren sich auseinandersetzen muss, die dazu führen, dass man nicht so optimal handelt, wie man es vielleicht machen würde, wenn es um nichts geht. So, jetzt habe ich hier mal die zweite Folie. Und das sind, wie gesagt, jetzt die Echtgeld-Trader. Und wir schauen uns jetzt an hier einerseits, also wie ist deren Trefferquote? Da haben wir bestimmte Bereiche definiert. Trefferquote bedeutet, wenn du all deine Trades auswertest, wie viel davon haben Gewinn gemacht und wie viel haben davon Verlust gemacht. Und wir sehen hier, naja, die Trefferquote von den erfolgreichen Tradern, bei den meisten liegt sie so bei 48 bis 52%. Manche haben sogar noch ein bisschen bessere Trefferquote. Und die wenigsten haben eine Trefferquote von unter 48%. Wir werden aber gleich sehen, dass wenn wir das vergleichen mit der Trefferquote von den nicht erfolgreichen Tradern, dass da gar nicht so die großen Unterschiede sind. Denn auch die haben durchaus Trefferquoten von über 52%, viele zwischen 48 und 52. Ja, es gibt welche, wo die Trefferquote noch kleiner ist als 48. Das ist ein Faktor. Das heißt, die haben auch eine schlechtere Trefferquote. Und da werden wir uns gleich fragen, woran das liegt. Aber das ist nicht der Hauptfaktor. Der Hauptfaktor ist tatsächlich ein anderer. Und den sehen wir hier auf der rechten Seite. Nämlich, und das ist ein ganz Riesenunterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Tradern. Das sehen wir immer wieder. Das ist der sogenannte Profitfaktor. Profitfaktor bedeutet das Verhältnis von den durchschnittlichen Gewinnen zu den durchschnittlichen Verlusten. Das heißt also, wenn ich alle Durchschnittsgewinne nehme, ins Verhältnis setze zu den Durchschnittsverlusten, dann bekomme ich ja einen Faktor. Und wenn der nicht über 1,1 liegt, dann bedeutet das, also wir können es ganz einfach sagen, habe ich einen Profitfaktor von 1, dann sind die Verluste und Gewinne gleich groß, dann brauche ich eine Trefferquote von über 50%, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Habe ich aber nur eine Trefferquote von, haben wir gerade gesehen, 48 bis 52% oder so, dann brauche ich natürlich, um erfolgreich zu sein, größere Gewinne als Verluste. Und das führt dann zu Profitfaktoren, die wir so als Schwelle 1,1 festgelegt haben. Der Profitfaktor hat nichts mit dem Chance-Risiko-Verhältnis zu tun, werde ich gleich kurz erklären, aber wir sehen, dass niemand von den erfolgreichen Tradern unter 1,1 lag, während von den nicht erfolgreichen Tradern über 55% unter 1 lagen. Das heißt, deren Gewinne waren durchschnittlich kleiner als die Verluste. Und wir sehen auch, dass wir zwar natürlich ein paar hatten, wo die Trefferquote auch über 1,1 lag, aber der Großteil liegt hier unter 1. Und das heißt, die nicht erfolgreichen Trader machen definitiv, das können wir mal so zusammenfassen, zu kleine Gewinne im Verhältnis zu ihren Verlusten, um erfolgreich zu sein. Woran das liegt, haben wir natürlich dann mit weiteren Fragen evaluiert und das schauen wir uns gleich auch an. Aber das ist schon mal eine ganz wesentliche Erkenntnis, weil da liegt eigentlich der Hauptpunkt. Zu kleine Gewinne, ich wiederhole das nochmal, zu kleine Gewinne im Verhältnis zu den Verlusten. So, und jetzt kommt dieser Punkt, dass viele ja sagen, ja, das kann man ja leicht lösen. Ich trade nur Trades mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis. Das hat aber nichts mit dem Chance-Risiko-Verhältnis zu tun, weil das Chance-Risiko-Verhältnis ist ja immer nur eine gedachte Zahl. Ja, wenn jemand einsteigt und zum Beispiel 10 Punkte riskiert und 30 Punkte gewinnen will, dann hat er natürlich ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis, logischerweise. Aber, und das muss man dazu sagen, die 10 Punkte sind ja näher nach dem Einstieg am Markt dran,
als die 30-Punkte-Ziel und die Wahrscheinlichkeit, ausgestoppt zu werden, ist damit auch größer. Und je besser mein Chance-Risiko-Verhältnis ist, umso unwahrscheinlicher ist, dass ich tatsächlich überhaupt mein Ziel erreiche. Ja, das kann man sich immer klar machen. Wenn man jetzt sagt, wenn ich jetzt jemanden frage, was glaubst du, wohin geht der Markt? Und der sagt mir, ja, der DAX, der geht auf Ende des Jahres sind wir bei 18.000. Und dann sage ich, okay, pass auf, ich nehme jetzt mal einfach eine Zahl. Wir sind jetzt, ich sage es nur so, 15.700 so. Ja, und das dann 18.000, glaubst du, dass er da hingeht? Und bist du dir dann sicher? Dann sagt er, ja, okay, dann pass auf, dann machen wir eine Wette. Geht er vorher auf 15.690? Oder auf 18.000. Und dann sagt er, ja, du bist ja blöd. Natürlich, das sind ja nur 10 Punkte, die auf deiner Seite sind. Und ich muss dafür 2.300 Punkte haben. Und das ist ja viel unwahrscheinlicher. Und damit hat er eigentlich genau den Punkt erfasst. Nämlich, je größer das Chance-Risiko-Verhältnis ist, umso unwahrscheinlicher ist überhaupt, dass der Trade funktioniert. Deswegen ist das Chance-Risiko-Verhältnis nach unserer Aussicht nur eine theoretische Kennzahl, die praktisch keinen Nutzen hat. Und das Einzige, was zählt, ist das sogenannte realisierte Chance-Risiko-Verhältnis, was wir hier im Profit-Faktor wiederfinden. Das heißt, wie groß sind denn tatsächlich die durchschnittlichen Gewinne, die ein Trader macht? Und wie sind seine durchschnittlichen Verluste? Das kann man kann man mit Excel rausfinden oder viele Plattformen weisen das auch aus und dann findet man das auch raus. Ja, so, ich will mal gerade kurz zeigen, einfach hier von der Plattform her. Ich habe vor 2, 3 Jahre sind es jetzt schon, da habe ich eine Real Money Challenge mitgemacht mit einem Konto von 10.000 Euro, was ich im Laufe des Jahres auf über 400.000 Euro groß getradet habe. Und wir sehen hier im April, aber die Zahlen haben sich da nicht groß verändert, das habe ich aber hier damals als Screenshot gehabt, da sehen wir Ratio Average Win zu Average Loss, das ist ja das Verhältnis, was wir ansprechen, liegt bei 1,17. Da wollen wir im Prinzip hin. Und das heißt nichts anderes, als für jeden Euro, den ich riskiere, gewinne ich 1,17 Euros. Und wenn ich dann eine Trefferquote von um die 50% habe, hier in diesem Fall hier 52%, dann kommt am Ende da Geld bei raus und auch dauerhaft Geld bei raus. Und das ist im Prinzip einer der ganz großen Unterschiede zwischen den erfolgreichen und den nicht erfolgreichen Tradern. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, okay, wenn das so klar ist, dass die Durchschnittsgewinne größer sind als die Durchschnittsverluste. Und vielen ist das intuitiv klar. Und die Leute, die wir hier befragt haben, die wissen das eigentlich auch, weil sie das auch mal theoretisch gelernt haben. Dann kommt hier natürlich die Frage, ja, warum kriegen sie es nicht hin? Und da haben wir einen Bogen gehabt, wo wir die Leute gefragt haben, wo sie sich selber einschätzen mussten. Und das ist hier schon die Auswertung. Also wie schätzt du dich selber ein? Und wir haben hier 3 Bereiche, in die man aufteilen musste, nämlich das eine sind die technischen Kenntnisse, also Verständnis und Training aller unterrichteten Inhalte, weil wie gesagt, es waren ja ehemalige Schüler. Dann das zweite Marktgefühl, das heißt, wie jemand, der ein bisschen dabei ist, der hat ja ein Gefühl für die Schwankungen, für wie stark schwankt der Markt. Ne? Also es ist unwahrscheinlich, dass der DAX am Tag 1.000 Punkte schwankt, wenn nicht gerade ein Crash ist oder so. Aber so 200 Punkte, das geht schon häufig beim DAX mal Richtung und auf welchen Leveln kommt er zum Stoppen und so. Das ist ein bisschen Marktgefühl. Und dann haben wir, das klingt hier in der Umfrage erstmal relativ allgemein, aber wir haben das natürlich mit bestimmten Fragen ermittelt und in einer Kennzahl zusammengeführt, wo hinter sich mentale Stärke verbindet. Und jetzt sehen wir, das sind die profitablen Trader. Und da sehen wir, diese 3 Bereiche sind relativ gleich groß. Also weil letztendlich haben wir 100 Punkte verteilt. Und wenn wir 33 Punkte für jedes gehabt hätten, dann wäre alles gleich stark. Wir sehen hier, gab es für die technischen Kenntnisse ein bisschen mehr. Aber jetzt sehen wir, bei den nicht profitablen Tradern, die gingen sogar davon aus, also dass ihre technischen Kenntnisse sehr, sehr gut sind, ja, was ich auch gar nicht in Abfrage stellen möchte. Das heißt, also was wissen Sie über den Markt und was wissen Sie, wie man tradet? Das Marktgefühl ist ein bisschen schlechter gewesen als bei den Erfolgreichen. Aber der wesentliche Unterschied, den sehen wir hier, das ist die mentale Stärke. Und da kommen wir genau zu dem Punkt. Mentale Stärke bedeutet letztendlich, denen fehlte eine wesentliche Fähigkeit von den Gewinnern. Und diese wesentliche Fähigkeit von den Gewinnern ist, ja, Gewinne laufen zu lassen. Also größere Gewinne zu machen, beziehungsweise Verluste zu begrenzen. Aber das große Problem war tatsächlich, und das haben wir ja gesehen, wenn wir die Trefferquote uns angucken, da waren die teilweise gleich oder ähnlich, aber eben nicht bei einem Profitfaktor.
Und man hat gesehen, hier mentale Stärke, das hat gar nicht hingehauen. Also die fühlten sich sehr unsicher im Markt und konnten im Prinzip das Erlernte gar nicht umsetzen. Und da muss man natürlich dann fragen, was sind da entsprechend die Gründe? Mentale Stärke wird häufig verwechselt mit jemandem, der sagt, boah, ja, ich bin selbstbewusst und ich weiß genau, ich werde gewinnen und ich bin ein Gewinner oder sonst was. So, von solchen Punkten reden wir hier nicht. Weil das sind natürlich keine Faktoren, die wirklich wichtig sind. Da kann man sich auch sehr, sehr selber betrügen, sondern mentale Stärke meinen wir tatsächlich, dass man zum Beispiel gestellte Aufgaben, die notwendig sind, auch diszipliniert umsetzen kann, ohne ja, mit Störfeuer dazwischen zu gehen. Bleiben wir nochmal bei dem Beispiel Ernährung, was ich eben sagte. Da wäre die gestellte Aufgabe zum Beispiel einfach, ja, du musst so und so viel Kalorien am Tag essen, so und so viel trinken und diese und jene Nahrungsmittel zu dir nehmen in der Kombination, um bestimmte Werte zu haben. So, wenn du das Know-how hast, dann könntest du das machen. Jetzt machen das aber manche Menschen nicht, weil ihnen eben diese mentale Stärke fehlt hier. Und zwischendurch werden dann 5 Snickers, 3 Vanilleeis und sonst was reingeschoben. Und dann sagen sie, ah, ich schaffe es einfach nicht abzunehmen. Und beim Training ist es natürlich so. Das heißt, man kann den Leuten ein klares Rezept geben, wie man erfolgreich trainiert. Also das wäre das, was sie auch gelernt haben, nämlich eine gute Analyse zu machen, die richtige Strategie auszuwählen, eine Trainingsplanung zu machen, Einstiegsroutine, Positionsgrößen auszuwählen, Riskmanagement auszuwählen, einen Trainingsmanagementplan zu machen, all das zu machen. Und dann kommt der Punkt hier Trade Management. Das heißt, den Trade dann auch laufen zu lassen und zu managen. Und da merkt man dann plötzlich, da setzen sie das nicht mehr um, was sie gelernt haben und sollen, nämlich dass sie zum Beispiel ihre Gewinne laufen lassen und dass sie ihre Verluste natürlich knallhart begrenzen. Und da zeigt sich dann auch häufig die mentale Schwäche. So, und das möchte ich am Anfang hier mal euch zeigen, warum das jetzt erstmal kein großes Problem ist, sondern eine natürliche Sache ist. Und ich stelle euch hierzu 2 Fragen aus der Spieltheorie. Und zwar, was würdet ihr vorziehen? Einen sicheren Gewinn von 900 US-Dollar. Also stellt euch vor, jeder, der jetzt hier am Webinar zuhört, würde sicher 900 US-Dollar ausbezahlt bekommen von uns jetzt, von mir. Oder aber ihr könntet mit mir zocken und ihr hättet eine 95-prozentige Chance, etwas mehr zu bekommen, 1000 US-Dollar. Allerdings eine 5-prozentige Chance auf gar keinen Gewinn. Um diese Frage für euch zu übersetzen, wir haben hier 354 Teilnehmer. Ja, das würde eben bedeuten, dass sicher einige von euch hier leer ausgehen, während der ganze Rest hier mit 900 US-Dollar hergeht. Ja, pro 100 wären das 5. Ja, das heißt, wir haben hier 15, 15, 17 Leute, die heute Abend leer nach Hause gehen. Und das nur, weil sie um 100 € mehr gezockt haben. Ja, und hier geht es jetzt nicht darum, was würdet ihr mathematisch richtig machen, was wäre sonst was, sondern tatsächlich, wenn man vor dieser Entscheidung steht, wie würde man sich denn tatsächlich verhalten? Ja, das könnt ihr mal für euch gerade beantworten, könnt ihr vielleicht auch in den Chat reinschreiben, ja, einfach euch für eine Sache entscheidend und bitte versucht nicht so zu antworten, wie was ihr glaubt, was richtig ist, sondern wie ihr euch tatsächlich verhalten würdet. Ja, Genau, Herr so. Schäfermeier, ich habe mal den Chat direkt im Blick. Bisher habe ich eine Antwort. Ich sage nicht welche, aber vielleicht kommt noch der eine oder andere dazu. Ich versuche dann mal, ist natürlich schwierig bei so vielen Teilnehmern dann auch genau herauszufinden, wenn es jetzt so eher 50-50 wird, wo die Mehrheit liegt. Aber im Moment sehe ich eine klare Mehrheit für eine bestimmte Antwort. Das werde ich gleich mal sagen. Wir lassen das vielleicht noch mal, wir lassen die Teilnehmer noch 10 Sekunden mal reintippen hier. So, Herr Schäfermeier, Sie sagen, wann ich es beenden soll. Also die Teilnehmer tippen noch fleißig hinein, aber es zeichnet sich eine relativ klare Tendenz ab. Okay. Nein, dafür gibt es keine Umfrage. Das haben wir nicht vorbereitet. Aber so funktioniert es ja auch im Chat. Das ist doch auch ganz schön. Also, Herr Schäfermeier, ich würde es mal abbrechen jetzt hier an dieser Stelle. Also, es hat sich tatsächlich ein
klarer Favorit herausgebildet. Was glauben Sie, was es ist, Herr Schäfermeier, oder soll ich es gleich sagen? Sie können es gleich sagen. Ich sage gleich mal, Genau, wann hat die. es ist Antwort A und ein Webinarteilnehmer hat sogar geschrieben, natürlich Antwort A. Ich weiß nicht warum, aber also ich persönlich würde natürlich auch, ich hätte gerne 1000 US-Dollar, aber dann doch lieber die 900 US-Dollar sicher, ne? Insofern, Ja, wo sind die? also Kommen die per Post oder wie kriege ich die dann, ja, Herr Schäfermeier, von genau. Ihnen? Man hat das auch spieltheoretisch tatsächlich so gemacht, weil das ist ja immer noch ein Unterschied, ob man Leute einfach fragt. Ne? Das sieht man jetzt bei den Bundestagswahlen, dann antworten die vielleicht irgendwas. Aber wenn es wirklich Tacheles ist, das heißt, man hat das an amerikanischen Unis gemacht, zwar nicht mit den Beträgen, aber mit anderen, mit kleineren Beträgen und hat die Studenten entscheiden lassen. Also die durften sich das aussuchen, haben tatsächlich das Geld bekommen oder nicht. Und tatsächlich haben die meisten auch dort den sicheren Gewinn genommen. So, dann hat man eine zweite Frage gemacht und da geht es jetzt im Prinzip andersrum, nämlich, ich formuliere das dann immer ganz gemein, ich sage, stand heute im Kleingedruckten bei dem Webinar, ihr müsst nämlich eigentlich, ist nicht kostenfrei, ihr müsst im Nachhinein 900 US-Dollar bezahlen. So, ist trotzdem kein Verlust, ihr lernt was, aber stellt euch vor, ihr hättet jetzt hier die Nachricht, so 900 US-Dollar auf dem Tisch oder ihr dürft mit uns zocken. 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es ein bisschen mehr wird, allerdings nur 100 Euro, Dollar, also 9.000 Dollar, aber eine 5-prozentige Chance. Das heißt, auch hier würden einige von euch sogar ohne irgendeinen Cent zu bezahlen rausgehen. Und auch hier kann man für sich selber kurz beantworten, ja, was würde ich denn dort wählen? Ja. Okay, ich sehe schon, im Chat geht es schon wieder los. Der Erste hat seinen Buchstaben reingeschrieben oder die Erste in dem Fall. Also gerne können Sie das Spielchen nochmal mitmachen, liebe Webinarteilnehmer, weil wir ahnen wohl alle, worauf es hinausläuft. Also ich kann ja vielleicht schon mal erzählen, was ich machen würde. Also ich würde vermutlich das Spielchen mitspielen, weil ob 900 US-Dollar oder 1000 US-Dollar macht ja jetzt nicht so viel aus, aber ich hätte halt die Chance, gar nichts zahlen zu müssen, beziehungsweise gar keinen Verlust zu erleiden. Deswegen würde ich persönlich natürlich auf B setzen. Und ja, so sieht es auch im Chat aus. Also ganz, ganz wenige vereinzelte Antworten A, aber überwiegend, also ich würde mal geschätzt sagen, mehr als 90% sagen auch Antwort B, Herr Schäfermeier. Genau. Und auch das ist so das Übliche, was die meisten Menschen machen. Und auch dort wählen sie dann häufig den Fall, dass sie eben im Verlustfall zocken. Und dann haben wir diese Kombination, dass man im Gewinn den sicheren Gewinn nimmt und im Verlustfall aber zockt. Wenn man das jetzt mathematisch sich allerdings anschauen würde, würde man sehen, dass der Erwartungswert negativ wäre. Nämlich man würde 900 Dollar gewinnen, aber hätte ich hier im Durchschnitt 950 Dollar Verlust. Und das wäre also wenn man A und B antwortet und wäre damit nicht profitabel. Jetzt ist das erstmal nicht schlimm, wenn man so geantwortet hätte, weil ich habe genauso geantwortet vor vielen Jahren, als mir das erste Mal diese Sache unter die Finger kam. Und ich habe einfach für mich daraus gelernt, wie bin ich denn programmiert, wie ist mein Gehirn programmiert. Und das ist bei den meisten Menschen tatsächlich auch so. Die meisten Menschen, 75% hat man herausgefunden, sind risikoavers in Bezug auf Gewinne. Das heißt, die nehmen dann den sicheren Gewinn und zocken nicht im Gewinnfall und risikofreudig im Verlustfall. Das heißt, da hoffen sie, da zocken sie, da warten sie. Und das kennen wir. Im Deutschen haben wir dafür auch ein Sprichwort sogar. Das heißt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, auch das ist im Prinzip ja dieses Verhalten. Das führt allerdings an der Börse dazu, dass man nicht profitabel auf Dauer ist. Weil das führt nämlich genau dazu, dass man im Durchschnitt größere Verluste macht. Ja, sehen wir hier auch. Im Durchschnitt kämen wir dann auf minus 950 Dollar Verlust und auf 900 Dollar Gewinn. Das zweite ist, Leute, die jetzt oben A und unten A nehmen, die würden nichts verdienen, aber auch nichts verlieren. Und die einzig profitable Gelegenheit ist, bei der Frage 1 B zu nehmen und bei der Frage 2 A. Das machen aber die wenigsten, und das ist auch normal, natürlich. Und wir haben eben, ich sage immer, von der Natur einen einprogrammierten Algorithmus. Der hat uns geholfen, damals vor Tausenden von Jahren im Wald zu überleben. Da haben wir genommen, was wir bekommen haben. Ja, da waren wir froh, wenn wir ein kleines Eichhörnchen hatten, anstatt das Mammut zu jagen. Aber wir sind jetzt, sage ich mal, im Trainingbereich, um in der Bildsprache zu bleiben, Mammutjäger und wollen natürlich so groß, wie es geht, ohne aber natürlich gierig zu werden. Und die Schwierigkeit, die einfach sich für den Trader stellt, ist,
natürlich, ja, wann ist mein Gewinn groß genug und wann gehe ich raus? Und dafür fehlt es vielen an guten Kriterien. Ja, denn naja, im Gewinnfall zocken heißt ja nicht, dass man unendlich in seinem Trade drin bleibt, ja, sondern dass man schon irgendwann rausgeht. Also ich habe hier mal ein Beispiel, eine Animation laufen. Also stellen wir vor, wir würden eine Aktie bei 11 kaufen, die wird auf 12, auf 13 zu gehen. Wann gehen wir raus? Dann geht sie auf 18. Wunderbar, ne? Wir erinnern uns an Bitcoin, da fing es erst richtig an. Ja, jetzt geht es ein bisschen zurückkommen, da kaufen wir nochmal ein bisschen nach, geht auf 16, 14, 11, 8, 5, 4. Ja, und irgendwann haben wir den Verlust da. Und haben uns die Frage gestellt, ja, warum sind wir nicht rausgegangen? Und wenn wir versuchen, diese Frage emotional zu beantworten, dann werden wir ständig emotionalen Stress beim Trading verspüren, weil wir sozusagen kein System haben, was uns sagt, wann sollen wir raus? Und da liegt ein Problem. Und wenn wir jetzt eben von dem Punkt mentale Schwäche gesprochen haben, ist es genau bei vielen Leuten das Problem, dass sie nicht wissen, wie soll ich mich in einem Trade verhalten? Also wie kriege ich das hin, dass meine Durchschnittsgewinne größer sind als meine Durchschnittsverluste? Weil wenn man das einfach aus dem Bauch entscheiden möchte, dann landet man eben da, dass man eben diese Programmierung risikofreudig bei Verlusten, risikoavers bei Gewinnen ist und dann nimmt man eben den sicheren Gewinn mit, aber bei den Verlusten zockt man und dann werden die Verluste zu groß. So. Und im Film Wall Street 2 ist das mal so schön formuliert worden: Wenn du in Trade reingehst, it's easy to get in, but hard to get out. Letztendlich geht es darum, ja, einen guten Exit zu formulieren. Die einfachste Lösung für die mental schwachen Trader sind: Finde eine Regel, die sehr einfach und sehr klar ist, die du am besten sogar automatisiert umsetzen kannst. Was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, dass ich für meinen Exit klar formulierte Trailing Stops verwende. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man mit so einem Problem umgehen kann und wie man dahin kommt, dass man ja größere Gewinne als Verluste macht. Ich möchte das mal kurz zeigen. Also bei einer Exit-Strategie gibt uns der Ausstieg, und das ist im Trading natürlich, ich will nicht sagen, dass nur der Ausstieg zählt. Natürlich kann man auch dumm einsteigen. Aber der Ausstieg gibt uns letztendlich die Kontrolle über unsere Gewinne und Verluste und nicht der Einstieg. Wenn wir einsteigen, ja, dann ist noch nicht geklärt, wohin der Markt geht und niemand kann in die Zukunft gehen. Wenn wir aussteigen, dann haben wir die Kontrolle, wie viel Verlust nehmen wir mit oder wie viel Gewinn. Und da müssen wir uns sehr viel und gute Gedanken im Trading machen. Und mein Tradinggesetz Nummer zwei ist, Nummer eins wäre, das steht jetzt hier nicht, aber ist, dass der Gewinn oder Verlust Zufall ist. Weil niemand in die Zukunft gucken kann. Wir können noch so viel Analyse machen, wir wissen nicht, was gleich passiert. Aber Nummer zwei ist, wir können die Höhe dieses zufälligen Gewinnes oder Verlustes beeinflussen, weil wir jederzeit aus dem Markt rausgehen können. Und das möchte ich euch kurz mal hier mit einem Beispiel screenshotten. Also, ich habe hier, das ist auch ein etwas älterer Trade, sieht man an den Zahlen, aber das habe ich damals im Zuge dieser Challenge gemacht und auch gescreenshottet, um das einfach mal zu erklären. Und wir sehen, ich habe hier damals auf den DAX verkauft, 12.880, und habe hier jetzt eine Position, die ist 1.246 im Gewinn. Und der Markt, ihr seht hier, ist eine Unterstützungszone, kann man definitiv so sehen auf dem Chart. Und jetzt steht man vor dieser klassischen Frage, wo jeder Trader vorsteht: Take Profit, ja, also Gewinne mitnehmen, ist ja schönes Geld, oder aber entsprechend weiter zocken. Und jetzt sehen wir hier, mein Stopp ist so gesetzt, dass wenn der Markt da hochkommt, ich nur einen Mini-Gewinn habe, also quasi ein bisschen besser als Break-Even, aber das ist jetzt hier nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, ich muss jetzt hier entscheiden, nehme ich 1.200 € Gewinne mit oder lasse ich den Markt weiterlaufen, weil wir vielleicht bis zur nächsten Unterstützung fallen können. Und jetzt habe ich hier einfach mal als Trader, das sind subjektive Wahrscheinlichkeiten, da gibt es keine objektiven, aber einfach, wenn die Wahrscheinlichkeiten 50% betragen würden, also 50-50 wäre. Also es kann hochgehen, kann runtergehen, wissen wir alle, wenn es 50-50 ist, ja, und ich könnte 3.000 verdienen, wie würde ich mich da entscheiden? Und wenn ich so die Entscheidung für mich hätte, dann ist es eben der sichere Gewinn wäre 1.200, der Erwartungswert aber von 3.000 € zu verdienen, wäre 50 mal 3.000 wäre 1.500 und ich würde sozusagen
im Durchschnitt 300 € mehr verdienen, wenn ich hier zocke, wenn das die Wahrscheinlichkeiten sind, so wie ich sie annehme. Und ich habe das hier mal gemacht. Take Profit, Erwartungswert wären 1.200 €. Wenn ich jetzt durch einen sogenannten Trailing Stop, also wenn ich hier einen Stop hinterherziehe, Trailing Stop, irgendwo den Stop hinterherziehe, dann in 50% der Fälle gar keinen Gewinn hätte und in den anderen 50% der Fälle 3.000 € Gewinn hätte, dann wäre mein Erwartungswert 1.500 und ich würde sozusagen 300 € mehr im Durchschnitt verdienen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, boah, ja, aber dafür habe ich, ist ja frustrierend, wenn ich 1.200 € schon auf der Tasche habe und mir alles wieder wegnehmen lasse für einen Vorteil von 300 € im Durchschnitt. Nur, wenn ich diese Entscheidung 100 Mal im Jahr so vor mir habe, sind das 30.000 € mehr Gewinn. Und ich habe so eine Entscheidung 100 Mal im Jahr vor mir als Trader, weil ich eben sehr häufig agiere. Und deshalb ist es eben hier zum Beispiel eine ganz kluge Entscheidung zu sagen, komm, ich nehme einen sogenannten Trailing Stop und versuche eben meine Gewinne laufen zu lassen. Und das heißt, du musst dir die Frage stellen, bist du bereit, um deine Gewinne zu pokern? Und es geht nicht darum, häufig zu gewinnen, also eine hohe Trefferquote zu haben, sondern es geht darum zu gewinnen, wenn der Topf am größten ist. Das ist die Zielsetzung, ja? Und unsere Zielsetzung im Trading ist Vergrößern der durchschnittlichen Gewinne, Verkleinern der Verluste. Und wir haben eben bei der Umfrage gesehen, das war der Hauptunterschiedspunkt zwischen den Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen. Naja, und warum sie das nicht hinbekommen haben, hat nicht an dem Know-how gelegen, weil sie wussten das schon, sondern an ihrer mentalen Einstellung. Und sie sind dann einfach, konnten das nicht aushalten, so einen großen Gewinn zu machen, ja, und sind dann einfach zu früh raus, ja. Oder haben im Verlustfall, weil sie eben gezockt haben, zu lange waren sie dann entsprechend drin. So, und bei mir ist es so, wenn ich meine Trades auswerte, mache ich mit 10% der Trades 90% meiner Gewinne. Das gibt es in vielen anderen Geschäftsbereichen auch. Das nennt man auch Pareto, ja, das Pareto-Prinzip. Und wir versuchen eben, ja, für große Gewinne zu gehen. Und dieses Frustrationserlebnis, was natürlich frustrierend ist, ja, sozusagen auszuhalten, dass wir ab und zu eben auch mal wieder unseren Gewinn abgenommen bekommen, aber dafür eben unseren, ja, versuchen eben mit vernünftigen Mitteln Gewinne laufen zu lassen. Und ein vernünftiges Mittel möchte ich euch hier vorstellen, was ich sehr gerne verwende. Das ist der sogenannte Supertrend. Das ist ein Indikator, ein Trendfolgeindikator. Den gibt es fast auf allen Plattformen, ist der einprogrammiert. Und wir haben den hier eben auf dem Chart auch schon gesehen, will ich kurz hier zeigen. Da sehen wir hier oben diese roten Punkte, die kommen dann immer weiter runter. Ja, sehen wir hier auch, oder hier die grünen, das ist der Supertrend, wo man eben ja sozusagen ein Indikator hat, wo man den Markt entscheiden lässt, wie groß sind meine Gewinne. Ja, und ich zeige das mal hier im Beispiel, das ist jetzt ein etwas aktuelleres aus dem Juli. Ja, einfach mal Nasdaq war das hier, wenn wir jetzt hier ein Kaufsignal hätten, weil wir zum Beispiel hier den Supertrend durchbrechen, den Stopp an das letzte Tief machen, dann sieht man, dann entscheidet der Markt hier an dem Punkt, wo der Exit sozusagen zu setzen ist, wie groß der Gewinn ist und nicht. Man hat nicht diesen Dauerstress als Trader zu sagen, reicht das hier schon, reicht das da schon, reicht das da schon. Und weil es gibt Leute, die können zwar Gewinne laufen lassen, aber die wissen dann auch nicht, wann genug ist und lassen sich auch wieder alles wegnehmen und man muss hier einen guten Kompromiss finden. Ja? Und diesen Supertrend, den ist zum Beispiel Teil des Trade Management Plans und im Trade Management Plan, da lege ich immer fest, also ich steige hier ein und habe einen Stopp und habe ein Ziel. Ja, und dann überlege ich mir hier eben immer, ja, welche Methoden helfen mir, meine Durchschnittsgewinne zu vergrößern. Dazu gehört ein Scale-Out, den haben wir heute keine Zeit vorzustellen, aber es bedeutet Teilverkäufe im Verlust, nicht im Gewinn, Teilverkäufe im Verlust. Und ein Trailing-Stop habe ich zum Beispiel gerade einen vorgestellt. Das wäre der sogenannte Supertrend, den ich dann gerne verwende. So, und dieses Trade-Management, so, jetzt muss das Trade-Management ist ein ganz wesentlicher Punkt, um erfolgreich im Trading zu sein. Und jetzt haben wir aber hier eben in dieser Trade-Planung, in der Prozesskette häufig, dass Leute zwar wissen, ich sollte das verwenden, aber nicht umsetzen. Und für uns ist es wichtig, dass man bei mentaler Stärke zwei Faktoren unterscheidet. Der eine ist, mentale Stärke ohne Skills, also ohne Fähigkeiten, die nützen einem nichts. Also zu sagen, ich bin der Beste und ich bin Supertrader,
habe aber keine Fähigkeiten, das nützt nichts. Ich könnte jetzt auch sagen, hey, ich bin Birger Schäfermeier und ich bin mental stark. Ich habe das im Training schon bewiesen. Und trotzdem würden mich Bayern München oder Borussia Dortmund oder sonst was niemals aufs Feld lassen, obwohl ich mental stark wäre beim Champions League Spiel, weil mir fehlen definitiv die Skills hier, wie diese Kicker zu kicken, die Schnelligkeit, den Ball anzunehmen, den scharf zu schießen, die Passquote, all das fehlt mir. Das heißt also, ihr braucht euch über diese mentalen Skills keine Gedanken machen, wenn euch die anderen Fähigkeiten noch fehlen. Und das kann man dann eben auf der Demo gut ausprobieren. Wenn man dann aber auf der Demo sieht, ich habe diese Fähigkeiten, dann kann es immer noch ein Grund sein, dass man nicht erfolgreich ist, weil man eben, obwohl man einen guten Plan hat, diesen sabotiert. Ja, das ist das sogenannte Thema, nennt sich Selbstsabotage. Und und das ist so, ja, ich sag mal, wenn man Trading lernt, gibt es einen natürlichen Prozess wie überall und man kann man nicht abkürzen. Ja? Also eine schnelle und einfache Methode zu finden, ohne diesen natürlichen Prozess von Arbeit und Wachstum zu durchlaufen, den gibt es nicht. Also manche sagen ja, machen Werbung so, hier, komm zu mir, besuch mein Seminar, wirst du schnell reich. Das ist alles trügerisch und illusorisch. Training ist ein Beruf wie jeder andere, wächst mit den Erfahrungen. Und es gibt hier nicht die Abkürzungen, die vielleicht manchmal versprochen werden, weil es gibt einen natürlichen Lernprozess. Und bei jedem natürlichen Lernprozess gibt es Stadien, wo man Wachstum hat, also wo man merkt, okay, wo man sich entwickelt, wo man also durch Feedback auch an seinen Schwächen, die man hat, arbeiten kann. Und das ist etwas ganz anderes, als wenn jemand einfach eine Patentlösung vorschlägt und einen Ratschlag gibt. Deswegen, ich sage das deshalb jetzt hier zu diesem Punkt, weil ich möchte diesen Vortrag nicht so verstanden haben nach dem Motto, naja, okay, du musst deine Durchschnittsgewinne größer machen, das benutzt den Supertrend und das ist die Patentlösung. Weil letztendlich ist häufig der Grund, warum Menschen das nicht können, eine Form von sogenannter Selbstsabotage. Ja, und diese Selbstsabotage kommt zum Beispiel daher, dass sie meinen, sie müssten sich nicht mit dem vielen Klein-Klein beschäftigen oder sie müssten ja nicht so viel tun. Man kennt das vielleicht von der Schule oder von der Uni, wo früher immer Leute gesagt haben, ah, sie müssen nicht lernen und wollten nicht lernen, weil stellt euch vor, ihr lernt und lernt alle Skills und alles sonst und ihr seid dann nicht erfolgreich. Ja, das wäre ja total schrecklich, ja, weil dann müsstet ihr feststellen, verdammt, es liegt an euch. Und so bleibt immer hinten die Ausrede, dass man ja quasi ja auch nichts dafür groß gemacht hat und man versucht das einfach mal. Ja, nur mit einfach versuchen wird man nicht erfolgreich zu sein. Ja, es ist letztendlich so, dass jeder erfolgreiche Trader, und das kann ich aus meiner eigenen Geschichte auch sagen, natürlich irgendwo mal ein Tal der Tränen durchläuft und wo man lernt, bestimmte Dinge, die nicht funktionieren, wo man Sachen aushalten lernen muss. Also zum Beispiel, wie ich lernen musste, auch das unangenehme Gefühl auszuhalten. Und da schließt sich jetzt der Kreis zu der Frage eben, was passiert denn, wenn der Markt mir tatsächlich wieder Gewinne wegnimmt? Weil das ist ein unangenehmes Gefühl. Und dieses unangenehme Gefühl, wenn ich euch jetzt sage, ja, statistisch gesehen ist besser, ihr lasst eure Gewinne laufen, aber dreimal oder so passiert euch, dass der Gewinn wieder abgenommen wird und dann fühlt ihr den Schmerz und dann wollt ihr beim vierten oder fünften Mal das nicht mehr machen. Und man muss tatsächlich lernen, dieses Gefühl auszuhalten und auch diesen Schmerz auszuhalten, weil es geht hier nicht darum, den Schmerz auszuhalten für riesengroße Verluste oder so, weil das wäre der falsche Weg, sondern es geht darum, einfach mal zu merken, okay, eigentlich würde ich jetzt gern diesen Gewinn mitnehmen, aber mein System sagt, du sollst noch drin bleiben und ich muss jetzt dieses Unwohlbehagen, was ich habe, lernen auszuhalten. Ja, und viele versuchen sich aber nicht weiterzuentwickeln. Das heißt, sinnvolle Schritte werden nicht übernommen oder unternommen. Weil jeder weitere Schritt natürlich auch das Risiko bedeutet, dass man versagt. Ne? Und so gibt es eben, auch hier bringe ich jetzt einfach ein Beispiel, ne? Viele schreiben mit zwei, drei Fingern auf ihrer Tastatur, anstatt 10 Finger schreiben, Tastatur zu lernen. Das würde viel schneller gehen. Aber der Punkt ist, ich müsste erstmal ja durch wieder dieses Tal der Tränen gehen, weil am Anfang mit 10 Fingern schreiben, schreibe ich natürlich langsamer als jemand, der schon ein bisschen geübt ist, mit zwei Fingern zu tippen. Und das ist im Trading auch so. Also wenn ich jetzt mir im Trading die Frage stellen könnte, wie werde ich erfolgreich?
dann geht das nicht von jetzt auf gleich und nicht mit drei Ratschlägen und zwei Patentrezepten. Dann geht das aber, indem man Studien des Wachstums durchläuft, bestimmte mentale Prozesse auch erlernt und lernt auszuhalten. Das kann man auch mit einem Coach machen, nur der Coach nimmt einem die Arbeit nicht ab, der führt einen nur eben dahin. Ja, und es führt letztendlich dazu, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Und dann die Komfortzone verlassen, dann sehen wir eben hier, intuitiv würden wir vielleicht anders entscheiden, aber mathematisch gibt es eben eine richtige Antwort. Und daran müssten wir uns sozusagen an jedem Trade dann auch erinnern, weil auch ich musste diesen Algorithmus, der hier steht, ja, dass man risikoavers in Bezug auf Gewinne ist und risikofreudig in Bezug auf Verluste, musste ich, Verzeihung, musste ich im Prinzip erstmal lernen und diesen Algorithmus sozusagen neu überschreiben. Und was, ja, da kommen wir im Prinzip schon so ein bisschen zum Ende, was ich anbieten kann oder wir bei der European Trading Academy und was aber auch für jeden Trader letztendlich sinnvoll ist. Es gibt verschiedene Schritte beim Traden: Analyse, Strategie, Planung, Management und Check-up. Das ist der Trading-Prozess und den muss man erstmal strukturiert lernen. Und dann geht es eben darum, auch mentale Stärke aufzubauen, das entsprechend umzusetzen. Weil, wie gesagt, es reicht nicht die Theorie. Man muss dann auch Praxis haben, um das umzusetzen. Und bei uns zum Beispiel, einfach um das mal zu zeigen, wenn man Trader werden möchte, dauert eine Ausbildung eben nicht ein Seminar oder zwei Webinare oder sonst was, sondern ihr seht, das ist eine richtige Ausbildung. 3 Monate beginnt das mit unserem 90-Tages-Take-Off-Kurs. 4 Monate kommt dann ein Level 2 mit einer Grundausbildung. Die dauert, das sind dann 2 Wochen Seminarkurse und dann Learning by Doing. Man trainiert dann eben die umgesetzten Sachen. Das haben wir dann eben hier weitere 4 Monate hier lernt man einfach die Grundausbildung, dann lernt man einen persönlichen Trainingsstil und diese mentale Lücke schließen wir auch auf dem Level 4 ganz am Ende, weil wir eben sagen, am Anfang ist es wichtig, erstmal die Skills zu lernen, um dann später mental stark zu werden. So, und ich habe jetzt noch Zeit, wie gesagt, für ein paar Fragen. Was ich noch kurz vorstellen möchte vor den Fragen ist, wenn euch generell das Thema Trading interessiert, dann haben wir eine Plattform, wo auch viele kostenfreie Kurse drauf sind, academy.tradak.info. Wenn ihr euch registriert, bekommt ihr von uns dort auch einen 50 € Gutschein für unsere Produkte. Da ist zum Beispiel dieses Webinar drauf, wie ich von 10.000 € damals auf 120.000, weil das Webinar habe ich im April gemacht, am Ende des Jahres waren es 400.000, ertradet habe. Wir haben aber auch andere Webinare dort, kostenfreie, kostenpflichtige. Also die könnt ihr euch da gerne anschauen. Und wenn ihr Lust habt, an dem Sponsorenpaket teilzunehmen und zum Beispiel erstmal eine Grundausbildung im Trading zu machen, weil eben haben ja Großteil gesagt, sie sehen sich noch nicht als Trader, aber wenn euch das Thema Trading interessiert und ihr das vernünftig angehen wollt, ja, dann bieten wir unser 90-Tages-Take-Off-Seminar an. Das heißt, das ist kostenfrei für diejenigen, die an diesem Sponsorenpaket teilnehmen. Wie das funktioniert, findet ihr auf unserer Webseite. Und der nächste Kursstart ist hier am 1. Oktober 2021. Oder wenn ihr nicht das Sponsorenpaket nimmt, dann kostet dieser Kurs 498 €. Findet ihr auch auf unserer Webseite www.tradak.info. Ist hier leider ein bisschen verrückt auf der Folie. Hab ich das einfach noch mal kurz vorgestellt. Ja, jetzt hätte ich noch Zeit ein bisschen für Fragen. Bevor die Fragen kommen, vielleicht nochmal das abschließende Wort. Also, was ist jetzt die wesentliche Essenz? Wir haben festgestellt, nicht erfolgreiche Trader haben einfach Schwierigkeiten, durchschnittlich größere Gewinne als Verluste zu machen. Das liegt nicht daran, dass sie weniger Markt-Know-how oder sonst was haben. Das liegt häufig an sogenannten mentalen Skills. Diese mentalen Skills können sein, dass sie Form der Selbstsabotage haben. Kann aber auch sein, einfach, dass sie noch nicht so weit sind, also dass sie einfach das noch lernen müssen auszuhalten, weil man intuitiv eben ja lieber den sicheren Gewinn mitnimmt, als seine Gewinne laufen lässt. Das ist aber eine Fähigkeit, die man lernen kann. Das zeigen eben auch, wenn man mal die Analyse vergleicht, wie viel Prozent der Leute waren denn am Ende erfolgreich, waren doch 2 Drittel und das ist mehr als diese sonst nur 10%, die insgesamt ja im Training erfolgreich sind. Das heißt also, man kann schon viel, viel lernen, aber diese mentalen Sachen gehören eben auch mit dazu. Und das wären jetzt erstmal hier so die Grundsachen, die ich
ja heute mitteilen wollte. Ja, gibt es noch Fragen? Jawohl, vielen Dank, Herr Schäfer-May. Ja, es gibt ein paar Fragen, die habe ich mir auch notiert in den letzten Minuten oder eigentlich schon während des gesamten Webinars. Es sind gar nicht so viele. Es war ein sehr spannender Vortrag, wie ich finde, und deswegen sind wahrscheinlich gar nicht so viele Fragen offen. Die Fragen, die jetzt gekommen sind, gehen eigentlich schon sehr ins Detail und manchmal auch sogar vom Thema ein bisschen weg. Ich möchte sie Ihnen trotzdem mal stellen. Wir haben hier die Frage von einem Webinarteilnehmer, der gesagt hat, dass sich Trading ja durch einen raschen Wechsel von Kauf und Verkauf auszeichnet. Aber vielleicht können Sie noch mal, Herr Schäfer-Mayer, ganz kurz so die Essenz noch mal kurz zusammenfassen, nämlich was muss ein Trader, was würden Sie sagen, ist das, was ein Trader am ehesten beachten muss, um erfolgreich zu sein? Gibt es da auf einen Satz zusammengefasst vielleicht eine Regel? Also das Erste, was er beachten muss, es geht um zwei Dinge. Es geht um Wiederholbarkeit. Denn wenn er es nicht wiederholen kann, also wenn es jetzt nur um eine Meinung geht oder so, die kann man nicht wiederholen, ja. Wenn man meint, der Markt geht hoch oder runter, das funktioniert nicht. Sondern Trading beruht auf einem sogenannten statistischen Vorteil und den muss man erkennen können im Markt. Das kann man aber lernen, wie man erkennen kann, wo der statistische Vorteil gerade liegt. Ja, also zum Beispiel, wie kann ich Trends identifizieren und so weiter. Wenn man diesen statistischen Vorteil erkannt hat, heißt es aber immer noch nicht, dass man erfolgreicher Trader ist, weil dann muss man in der Umsetzung dafür sorgen, dass die Durchschnittsgewinne größer sind als die Durchschnittsverluste. Dafür reicht dann tatsächlich eine Trefferquote von 50%, weil ich sag mal, mein Ziel ist immer, dass ich so 1,2 als Faktor habe von Gewinnen zu Verlusten. Und das würde ja bedeuten, auf einen Euro, den ich riskiere, verdiene ich 1,20 €. Bei 50 Trades, die ich gewinne, also wenn ich die Hälfte von 100 gewinne, ja, dann habe ich eben 50 mal 1,20 €. Bei 50 Verlusten von 1 Euro, ihr seht, da bleibt Geld übrig. Und da Trading skalierbar ist, ist dann einfach die Frage, ob ich das mit 1 Euro mache, 10 Euro, 100.000 oder 10.000 Euro. Das ist dann eben diese Skalierungsfähigkeit, die im Trading einfach genial ist. Das heißt, was ich mit einem kleinen Konto machen kann, das kann ich auch mit einem großen Konto machen. Und wie gesagt, der Hauptpunkt ist Durchschnittsgewinne zu den durchschnittlichen Verlusten, Wiederholbarkeit. Ja. Wie, wo und wann, schreibt ein Webinarteilnehmer, würden Sie einen guten Stopp setzen? Eine Webinarteilnehmerin hat das mal konkret nach dem Trailing-Stop gefragt. Also wie ist Ihr Abstand zum aktuellen Kurs? 10%, 15%, 5%? Auf welcher Zeitebene agiert der Trader? Weil natürlich können, ich weiß jetzt nicht, es gibt Leute, die arbeiten auf Minutenchart, welche auf 5 Minuten, 60 Minuten. Die Zeitebene an sich ist erstmal nicht entscheidend für den Erfolg, weil das hat eher mit der Persönlichkeit des Traders zu tun. Möchte ich viele Trades machen, möchte ich viele Entscheidungen treffen oder wenig. Aber was gleich ist bei aller Zeitregel ist, es gibt sogar, es nennt sich Average True Range ATR für jede Zeitebene. Und wenn ich meinen Stopp in die ATR hinein platziere, dann bin ich in einem normalen Rauschen des Marktes drin. Und da möchte ich ihn nicht haben, weil dann werde ich durch zufällige Kursbewegungen in einer ganz normalen Spanne sozusagen abgefischt. Und das möchte ich nicht. Das heißt, ich versuche zumindest meinen Anfangsstopp, den sogenannten Initial Stop, außerhalb der ATR von der Zeitebene, auf der ich handel, zu platzieren. In der Nähe des Kursziels kann es durchaus sein, dass ich den Sack zumache und einen aggressiveren Trailing Stop verwende. Aber erstmal, diese ATR-Regel ist eine ganz, ganz wichtige Regel. Wenn Sie jetzt oder wenn jetzt ein Webinarteilnehmer sich nebenbei sozusagen das Trading etwas beibringen möchte, dann fragt hier einer, ob er zuerst mit der Fundamental- oder mit der technischen Analyse anfangen sollte. Das ist jetzt natürlich nur begrenzt Trading. Trotzdem, vielleicht haben Sie ja einen Tipp, was da vielleicht der bessere Weg ist und im Optimalfall vielleicht auch noch eine Buchempfehlung. Ich habe ja eben eine Folie geteilt, die ist jetzt leider schon raus, aber es ist nicht weiter so schlimm. Ich kann gerne, sollen wir Ihren Bildschirm nochmal übertragen, dann können Sie das gerne noch zeigen. Dann machen wir das doch nochmal. Gut, dann hole ich mir das nämlich nochmal. So, dann muss ich mir gerade die Folie nochmal gerade drauf holen. Dann zeige ich das. So. So, mein Bildchen übertragen.
So, also, das ist so der Hauptfehler, der häufig gemacht wird, dass Leute denken, Trading hat was mit Analyse zu tun. Natürlich ist Analyse ein Teil davon, aber Trading ist eine Prozesskette. Und wenn man Trading lernen muss, dann muss man eben nicht nur die Analyse lernen, sondern man muss auch Strategien haben. Betrifft das Thema Wiederholbarkeit. Ja, also, dass ich immer wieder das Gleiche machen kann. Dann muss ich wissen, wie plane ich meinen Trade. Also habe ich eine Einstiegsroutine. Dann lege ich zum Beispiel fest, wo ist der Stopp, wie weit ist der Stopp. Dann lege ich die Positionsgröße fest. Die hat viel mit dem Risiko zu tun. Und dann lege ich einen sogenannten Trade-Management-Plan fest. Also wie werde ich meinen Trade trailen? Und das sind alles Punkte, die man lernen muss. Weil wenn man nur diesen ersten Punkt hier lernt, dann ist man kein Trader, dann ist man Analyst. Und das ist nicht weiter schlimm, nur dann verdient man sein Geld nicht mit Trading, dann muss man seine Analysen an irgendjemanden verkaufen, der die haben möchte. Und das hat nichts mit dem Thema Trading so zu tun. Also Trading geht weit über die Analyse hinaus. Und dann Frage fundamental, ja, kann man sicherlich dazu machen, aber ist nicht das Entscheidende. Es geht hier wirklich um die technische Analyse im Trading. Und wie gesagt, die Analyse dient nur dazu, ich habe ja eben mal so einen Begriff verwendet, Vorteilsbestimmung. Wie finde ich einen statistischen Vorteil? Wenn ich diesen Vorteil gefunden habe, dann muss ich gucken, mit welcher Strategie kann ich diesen Vorteil sozusagen aus dem Markt abschöpfen. Und deswegen, wie gesagt, Trading ist ein Prozess, umfasst unheimlich viele Schritte. Jeder einzelne Schritt muss korrekt umgesetzt werden. Macht man nur einen Fehler in dieser Kette, dann kommt Schrott bei raus. Ich vergleiche das immer mit einem Fließband. Wenn du dort ein Auto zusammengebaut bekommst und du hast jemanden, der baut vorne das Auto und dann hast du aber hier irgendwo in der Mitte der Typ, der baut ständig Mist, ja, vertauscht die Schrauben oder macht die Schrauben nicht rein, dann kommt, egal wenn alle anderen super arbeiten, kommt trotzdem Mist raus und dann hilft es auch nicht, wenn ich noch mehr Analyse mache, weil wenn der Typ bei der Trade, also bei der Planung sozusagen in dem Punkt immer versagt, ja, oder beim Trade Management, dann kannst du alles andere top machen. Und deswegen ist es, informiert euch, wenn ihr Traden lernen wollt, was ist dafür alles notwendig? Ja, ich habe auf der Folie sieht man es eigentlich, was man alles lernen muss. Wenn ich alle diese Sachen habe, setzt es auf der Demo um. Wenn ihr dann auf der Demo erfolgreich seid, dann macht es mit echt Geld. Das wären so meine Hinweise dazu. Wir sind jetzt bereits etwas über der Zeit, aber eine Frage möchte ich noch nachschieben. Bitte, liebe Zuschauer, haben Sie Verständnis, dass wir jetzt nicht mehr alle Fragen besprechen können, aber Sie können natürlich auch gerne Birger Schäfermeier direkt anschreiben. Sie haben ja seine Kontaktdaten, beziehungsweise Sie bekommen auch noch den Link zu seiner Homepage und dann können Sie natürlich auch Herrn Schäfermeier direkt anschreiben, wenn Sie noch persönliche und wirklich sehr detaillierte Fragen haben. Die liegen uns nämlich jetzt noch hier im Plenum vor. Aber eine Frage, die möchte ich doch noch zum Schluss stellen. Über allem schwebt so, finde ich, oder habe ich so herausgehört, eigentlich die mentale Stärke. Das heißt, man muss sich eigentlich ja einen Plan zurechtlegen, eine Strategie, und die befolgt man dann auch, egal was einem sonst der Bauch, das Bauchgefühl auch mitgibt und egal wie die Emotionen sind, dafür braucht man mentale Stärke. Wie könnte man diese mentale Stärke trainieren oder haben Sie einen Tipp, wie jemand seine mentale Stärke in den Griff bekommt? Ja, also wie gesagt, ganz wichtig, indem man weiß, was man tut. Das hilft unheimlich schon mal. Ja, indem man eben wirklich mit einer guten Ausbildung da dran geht. Also wirklich alle Schritte auch gut lernt. Weil man weiß, so aus der Flow-Forschung vom Sport, weiß man eigentlich, dass ja, die Fähigkeiten, die man hat, müssen zu der Aufgabe, die einem gestellt wird, passen. Und das bedeutet eben, ja, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe im Trading, eben ja, bei Märkten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, brauche ich auch entsprechend die Fähigkeiten. Habe ich die nicht, fühle ich sofort Stress oder Angst oder Sorge. Ja, genauso wäre es so, wenn meine Fähigkeiten zu groß wären und die Aufgaben zu leicht, dann würde ich Langeweile verspüren. Das heißt also, alle diese Emotionen, die hochkommen, sind eigentlich immer dann da, wenn die Fähigkeiten nicht zu der gestellten Aufgabe passen. Und das kann man trainieren, das kann man lernen, dass man eben wirklich seine anderen Skills verbessert. Vielen Dank, Herr Schäfermeier. Das war ein toller Vortrag, wie ich finde, ein wirklich spannendes Webinar. Vielen Dank für die Antworten in der Fragerunde und natürlich Ihre Ausführungen zu Ihrer Trading-Studie. Bevor wir zu Ihrem Schlusswort kommen, möchte ich Sie, verehrte Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Dieses Webinar wurde aufgezeichnet und Sie können es jederzeit noch einmal anschauen. Den Live-Mitschnitt finden Sie in einem entsprechenden Artikel auf der Startseite von Finanzen.net.
und auch auf unserer YouTube-Seite. Eine E-Mail mit allen Infos rund um diese Veranstaltung erhalten Sie als Webinar-Teilnehmer, zumindest wenn die Technik mitspielt, noch heute im Laufe des Abends. Ja, Herr Schäfermeier, also vielen Dank für Ihren Vortrag. Haben Sie denn noch irgendwas, was Sie unseren Zuschauern mit auf den Weg geben wollen? Unseren Tradern kann man ja fast schon sagen. Also erstmal, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für diese über 300 Leute, die jetzt zugehört haben und mir ihre Zeit und Stunde geschenkt haben. War ja heute nochmal einer der letzten Sommerabende. Von daher ist es sicherlich nicht selbstverständlich. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, letztendlich geht es um eine Aufgabe, die ihr euch stellen müsst. Wie kriege ich meine Durchschnittsgewinne größer als meine Durchschnittsverlierer? Die relativ klar formuliert ist, das Ziel. Wie man da hinkommt, ja, da gibt es tausende von Möglichkeiten, ja, wie man das lernen kann eben auch. Das muss auch jeder für sich selber ein bisschen entscheiden und schauen. Aber das ist sozusagen, wenn man die Richtung kennt, in die man gehen muss, dann kommt man seinem Ziel ja sicherlich immer schon mal ein Stück näher. Und ich glaube, die Richtung haben wir heute ganz klar definiert damit. Die Richtung haben wir definiert, das finde ich auch. Herzlichen Dank, Herr Schäfermeier. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch mal wieder was Neues dazugelernt. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wäre schön, wenn wir uns bald mal wieder hier an Ort und Stelle treffen beim nächsten Finanzen.net-Webinar. Machen Sie es gut. Gerne, und danke, tschüss. Tschüss. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, möchte ich mich recht herzlich für Ihr Interesse an diesem Webinar bedanken. Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen viel Erfolg bei Ihren künftigen Investments. Ich drücke die Daumen, dass Sie zu den Trading-Gewinnern gehören. Machen Sie es gut, schönen Abend. Tschüss, bleiben Sie uns gewogen.